Im letzten Video haben wir mit Nestopia NES, also Nintendo Entertainment System Spiele, auf dem PC gespielt. Jetzt schauen wir uns mal die ganze Sache beim DS an. Dort würde ich euch den Emulator No Cache empfehlen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da scrollt ihr etwas nach unten und hier können wir die Windows-Version herunterladen. Dann bekommen wir eine ZIP-Datei. Die entpacken wir auf unsere Festplatte. Ich habe hier schon mal einen Ordner vorbereitet. Uns interessiert hier nur die Exe-Datei, die ziehen wir einfach in den Ordner und führen die mit dem Doppelklick aus und wählen hier unsere ROM an, also unsere Spieledatei, in unserem Fall Worms Open Warfare 2. Die startet dann auch direkt. Wir haben also auch den geteilten Bildschirm. Im unteren sind dann die Eingaben per Maus möglich. Und andere Steuerungsoptionen könnt ihr dann über Optionen, Controls einstellen, sogar möglich mit dem Gamepad zu spielen. Und auch hier haben wir wieder Sound, sollten wir eigentlich gleich hören. Ja, wollte halt miss. Gut, so viel dazu.